Willkommen zurück bei Europa Universalis 4. Wir sind hier im Krieg gegen Frankreich, die gerade versuchen, mit Söldnern uns aufzuhalten. Was denen wahrscheinlich einiges an Geld kosten wird. Können wir mal kurz schauen, wie sich die Inflation bei denen sich erhöht. Bestimmt kann man das irgendwie ansehen. Einnahmenvergleich. Frankreich, hier. Handel, Gold, Söldner, Vasallen, Handel, Krieger, was ist das? Kriegsreparationen, Kriegsbeute. So, das sind die Einnahmen. Wie sieht's aus mit Ausgaben? Die Einnahmen erhöhen sich. Ja gut, wir töten ein paar Feinde von denen. Ja, wir töten ein paar Soldaten von denen. Das reduziert natürlich ihren Unterhalt. Aber andererseits kostet es denen natürlich Geld, die neu zu bauen. Jetzt habe ich mich nicht stumm geschalten. So, und hier kämpfen jetzt Bengalen. Und die versuchen jetzt Paris wieder zurückzuerobern. Hier die Truppen jetzt mal und schicke sie dorthin. Und ja, wir wollen ja hier die Technologie machen. Hier kommen weitere Bengalen, die sind gerade in Bayern. Das geht. Oh ja, okay. Der Kaiser muss das Hofgericht zurücknehmen. Das heißt, das hier wurde jetzt gelöscht, dieser Haken. Wahrscheinlich als Bedingung, um diesen Krieg zu beenden. Und jetzt greifen die Franzosen uns hier wieder an. Ne, das sind nicht diese Franzosen, das sind die Savoyen. Na gut, dann helfen wir denen wieder. Die Bengalen kämpfen hier bei Nemours gegen die Söldnertruppen der Franzosen. Hier kommen französische Truppen der Franzosen von den Antillen rüber. Ah, Sturmschatten funktioniert ganz gut. Jawohl, die Bengalen helfen uns, Paris hier zu halten. Okay. Wo sind eigentlich unsere afrikanischen Truppen? Ui, da passe ich mal. Da habe ich meine Truppen jetzt hier in den Norden reingeschickt und dann kommen die hier rüber. Ja gut, wir können hier nicht rüber, weil hier sind wahrscheinlich Franzosen, die uns den Überweg blockieren. Ach, dann schicke ich sie wieder runter. Das sind eben nur ein paar kleine Scheißertruppen. So, by the way. Ach, verdammt, ich habe die falsch hingesetzt. Ja, die Rebellen, die erobern hier Schottland. Bis wieder. Moment, ich trinke einen Schluck. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich so viel räuspern werde. Deswegen habe ich mir schon Wasser bereitgestellt. Uns geht selber langsam die Manpower aus. Aber hier kommt Verstärkung nochmal. Also, ja. Irgendwann können die Franzosen nicht mehr kämpfen gegen uns, weil sie keine Truppen haben oder keine Söldner. Ja. Irgendwann habt ihr nichts mehr. Ich habe bereits so viele Truppen von euch gekillt.
gebt endlich auf. Ah ja, Savoyen in Japan ist auf Mittel. Können wir einen Separatfrieden machen mit den Savoyen? Nein, leider nicht. Wie sieht's aus mit Japan? Was macht Japan eigentlich? Hat Japan bisher was gemacht? Japan wird hier gerade von Ming belagert. Das kommt uns natürlich zugute. Australien hat hier das hier erobert. Okay. Ja, ich gebe euch den Zugang, wenn es euch hilft. Schweden nervt mich dauernd. Ja, jetzt greifen die Bengalen hier weitere Franzosen an. Ja, Savoyen lagert jetzt unsere Kolonien hier unten. Unsere Truppen sind jetzt auf dem falschen Platz. Ich dachte, ich könnte die hier rüber schicken, aber das war nicht so schlau, weil das haben jetzt die Savoyen jetzt natürlich genutzt. Jetzt, wir setzen die in unsere Gebiete. Ich könnte die eigentlich auch nutzen. So, schon besser. Okay. Unsere Flotte ist jetzt da in Großbritannien. Jetzt können wir hier die Rebellen angreifen. Und habt ihr noch Söldner übrig? Wie viele Söldner kann man denn eigentlich bauen? Oh! Okay. Ja gut, wenn ihr euch das leisten könnt. Die Frage ist, ob es euch was bringt. Also aktuell, so wie es aussieht, glaube ich weniger, dass es euch was bringt. Was will ich denn eigentlich fordern in diesem Krieg? Wir sind jetzt aktuell bei gering. Also wir könnten jetzt auch hier... Wir müssen bloß aufpassen, dass hier keine Koalition gegen uns erhebt. So vielleicht? Für den Lothringen in Niederlande? Nee, das ist schon zu viel. So viel will ich eigentlich auch nicht. Lothringen... Ja, Lothringen will ich nicht als Feind haben. So vielleicht. Wobei, da haben wir halt Lothringen als Feind. Ja, das ist schlecht zu viel. Ja, das wäre doch ganz nett. Hier unsere Besitztümer wieder erweitern. Wollen wir denen ihre Karibik hier klauen? Das geht auch. Dann wären die Franzosen gar nicht mehr in Amerika vertreten. Wäre auch eine Option. Aber andererseits ist es natürlich schlauer, wenn wir denen noch über das Seelandgebiet lassen, weil die KI, die verteilt meistens die Truppen dorthin und jetzt mal angenommen, wir erobern alle Kolonien von denen, dann haben die keine Truppen mehr, die tot dann in ihren Kolonien sind. Und ja, das könnte man dann für uns ausnutzen. Also vielleicht sollten wir erst das Herz von Frankreich zerschlagen und dann ihre Kolonien. Auf jeden Fall will ich die Normandie wieder zurückhaben. Denn das ist das Heimatland unseres, das Heimatland von William, den Eroberer, der dafür gesorgt hat, dass Großbritannien von denen, befreit wurde. Und wir sollten das rein aus ästhetischen Gründen zurückerobern. Deswegen, ja. Das sollten wir außerdem auch aus Prestigegründen nicht den Franzosen überlassen. Wir könnten hier aber auch natürlich die das südliche hier erobern, das geht auch. Ne, ich glaube, ich nehme die Normandie, das ist schlauer.
So, Savoyen, wollt ihr jetzt Frieden haben? Nein, die denken gar nicht dran, separat Frieden zu schließen, obwohl sie schon so viel Verluste haben hier in diesem Krieg. Wie viele Verluste hatten die Savoyen bisher? Also wir haben bereits 500.000 Truppen von ihnen insgesamt gekillt. 50.000 gehörte den Savoyern. Das ist viel. Also zumindest für sie, weil sie sind ja nicht besonders groß. Wir sind viel größer im Vergleich zu denen hier. So, ich behalte es ganz genau im Auge. Ne, wenn sie uns hier angreifen, habe ich hier immer noch Truppen hier in Reserve, die die Schlacht dann verstärken können. Weil jetzt macht die KI ganz gerne immer abwarten, bis die Festung maximal belagert wurde und dann die Festung verteidigen. Das macht sie sehr gerne. Deswegen, ja. Okay, die Festung ist jetzt gefallen. Dann gehen wir jetzt hier nach Barry rüber. Rebellen. Ach so, in Kanada. Das soll Kanada erledigen. Jetzt können wir hier eigentlich auch die Rebellen besiegen. Ich hoffe, wir schaffen das. Ja, wir haben hier einen Malus. Aber jetzt kämpfen wir ordentlich. Jetzt kämpfen wir zurück. Das müssten wir gewinnen. Okay. So, das sind die Kernprovinzen, die wir von den Afrikanern da erobert haben. Ja, diese Schlacht gewinnen wir. So, die Bengalen, die kämpfen jetzt hier gegen die Franzosen. Die schicken hier allerdings Truppen rüber. Können wir denen vielleicht helfen in der Schlacht? Müsste eigentlich gehen. Ja, es geht. Okay. Wir werden aber sicherlich noch mehr kommen. Hier kommen auch noch ein paar. So, es sieht gut aus, aber kommt noch Verstärkung dazu. Oder auch nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück und schicken sie dorthin. Bald müsste diese schwere Festung hier gefallen sein. Und dann steht uns der Weg in ganz Frankreich offen. Dann können wir hier alles wirklich viel besser belagern als vorher. Vielleicht fies, dass hier eine Festung steht, weil die blockiert hier ziemlich viele umhergehende Provinzen. Ach, wir müssen die ja noch platt machen. Dann machen wir euch platt. By the way, wir haben keine Manpower mehr. Aber die Franzosen natürlich auch nicht. Das heißt, jede Truppe, die wir jetzt verlieren, tut weh. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Frieden? Japan vielleicht? Ja gut, Japan würde fast einen Frieden akzeptieren. Jawohl, jetzt haben wir diese schwere Provinz endlich erobert. Jetzt gehen wir hier weiter in die Offensive. Wir sollten aber unsere Truppen nah beisammen halten. Wobei, wo laufen die jetzt hin? Nach Kameras? Können wir die abfangen? Nein, können wir nicht. So, Japan, Frieden vielleicht. 29. Ah ja, wir können uns wieder Geld holen. Und wir können forschen. Fortschrittliche Produktion. Zum Glück für uns haben sich die sogenannten aufgeklärten Philosophen bei der Verfassung subversiver philosophischer Abhandlungen nicht selbst eingeschränkt, sondern brachten sie auf neue Ideen in dem Bereich der Wissenschaft und des Ingenieurwesens hervor. Sie sind ein Segen für unsere Wirtschaft und führen zu einem Aufstieg
der Produktion. Produktionseffizienz erhöht sich. Dieser Krieg ist ziemlich gut für uns. Ich sehe jetzt auch wenig Franzosen gerade. Hier sind welche, hier sind viele. 70.000, ja, ich schätze 100.000 laufen da noch so rum, aber ja. Sollte jetzt auch nicht mehr so schwierig sein. Wir müssen halt Japan rauskicken, dann kriegen wir einiges an War Score dazu, weil wir Japan jetzt nicht mehr besetzen müssen. Ja, es dauert noch. Diese japanische Musik passt nicht. Das ist besser. Um Gottes Willen. Okay. Ja, machen wir halt das da. So, 34% haben wir jetzt inzwischen. Japan will immer noch nicht Frieden schließen, nur noch 3 Kriegspunkte fehlen. Wie sieht's aus mit Savoyen? Die sind noch auf Hoch, das kann noch dauern. Ja, das dauert noch. So, ich könnte jetzt natürlich weiter in die Offensive gehen, allerdings will ich meine Truppen erst wieder etwas erholen lassen. Und außerdem kämpfen eh die Bengalen gerade gut für uns. Hier sind weitere Franzosen, 58.000. Wahrscheinlich kommen die gerade von China hier rüber. Wer weiß. Ja, jetzt ist Savoyen auch auf Mittel. Jetzt muss ich noch... Japan nicht raus aus diesem Krieg. Ne, jetzt sind nur noch 2 Kriegspunkte. Ich mag so viele Truppen nicht auf einen Knubbel haben. Genau deswegen. Tut weh. Wir kämpfen unsere Verbündeten gegen die Bengalen wieder. Gegen die Franzosen natürlich. Ja. Ich weiß nicht, schaffen die das? Boah, habt ihr gerade den Elefanten gehört? Jetzt gehen wir weiter in die Offensive. Je mehr wir besetzen, desto mehr Gold verlieren die. Runde, also pro Monat. So, jetzt kann man doch separat Frieden machen. Japan ist auf Gering, das muss doch jetzt sein. Jawohl. So, jetzt haben wir bei 41. Wie sieht es aus mit Savoyen? Die sind jetzt auf Mittel. Die Möglichkeit ist auf 4. Ja, dauert noch. Dauert noch. Wir müssen halt die Savoyen direkt besetzen, damit wir sie wirklich rauskicken können aus dem Krieg. Eigentlich aus mit den Bengalen. Wollen die noch mitmachen? Ja, die haben noch Lust drauf. So, wie sieht's aus mit unseren Truppen hier in Afrika? Ja, jawohl. Ja, wo sind die jetzt hin? Hä? Vorhin waren nur noch 40.000 Truppen irgendwo und jetzt sind sie weg. Ach, hier haben wir auch noch Truppen. Wie sind die denn hier? Dann schicke ich euch auch darüber. Ach, die sind jetzt da hochgegangen.
Die wollen jetzt Gibraltar belagern. Okay, wenn ihr es so haben wollt, bitteschön. Dann macht das eben. Ach man, habe ich euch immer noch nicht besiegt. Mein Gott, ey. Das ist so eine lästige Sache hier, die ich komplett vergesse. So, ich schicke die Flotte jetzt dahin, einfach weil es werden wir hier angegriffen. Ah, beziehungsweise wir greifen sie hier an. Ey, Savoyen, ihr nervt mich. Ihr habt überall eure Truppen. Wir kriegen administrative Macht dazu. Japan will Militärzugang. Ich sag mal ja. Bei Ming hast du uns sowieso. Hier kommst du zur Schlacht. Die Bengalen werden hier angegriffen. Da helfen wir natürlich aus. Oh nee, die Bengalen greifen dort an. Seht euch die Elefanten hier an. Haben eine halbe Weltreise hinter sich. Ah, ich bin es langsam leid, gegen die ganzen Söldner von den Franzosen anzutreten. Irgendwann mal haben die Söldner doch auch keinen Bock mehr, oder? Da gibt es doch bessere Kunden. Wir selber sind jetzt auch auf Mittel. Ja, 16 gegen 27. Befreien wir erstmal hier die ganzen besetzten Gebiete. Ja, die Osmanen nehmen jetzt den Titel des indischen Glaubens. Das haben sie, glaube ich, so schon mal gehabt. Ach, jetzt besetzen sie komplett Norwegen. Ey, wie lästig. Genauso wie diese Rebellen hier. Weg mit euch. Alter. Hohen Litauen wird es zerfetzt. Theoretisch könnten die jetzt, glaube ich, das Heilige Römische Reich auflösen, oder? Ah nee, die müssten erst den Kirchenstaat und Baden noch besetzen. Die meisten Truppen sind jetzt hier in Südfrankreich. Ah, komm schon, Savoyen. Frieden. Oh, dauert noch. Ich will nicht warten. Ich will spielen. Ja gut, vielleicht wollen wir auch einfach nur zu viel, aber diese Provinz will ich auf jeden Fall. So vielleicht. Das wäre ja eigentlich auch die Normandie, ne? Aber Picardie ist auch so eine Provinz, die hatten wir schon. Hatten wir mal. Na, ich warte jetzt einfach mal. Einfach weiter durchziehen. Weiter durchziehen diesen Krieg. Alles nur Söldner. Söldner kämpfen nur fürs Geld. Und irgendwann mal geht den Franzosen das Geld aus. Und wenn das dann der Fall ist, dann haben wir sie. Wir kämpfen Schweden gegen Polen-Litauer. Regenbein Kenia Fruchtbarkeit.
Hier seid ihr besser. Da will jemand wieder mit Vermintide mit mir spielen. So. Samoin, Frieden. Zerfacht. Ey, das ist null Fortschritt. 0% Fortschritt bisher gegen die Savoyen. Ja gut, aber die haben jetzt hier auch gerade voll den Spaß in ihr, weil sie hier gerade... Ist das lästig. Das ist einfach nur lästig. Die besetzen meine ganzen Überseeprovinzen und fühlen sich dadurch mächtig. Zölle zu hoch. Dann senke ich's halt. Ihr nervt. Wo ist eigentlich meine Flotte? Erstmal befreie ich diese Rebellengebiete hier. Und dann benutze ich die Flotte und greife sie hier dort an. So, Frankreich, wie sieht es jetzt aus mit Frieden? Das würden sie jetzt akzeptieren. Ja, ich hätte gerne die Picardie. Forderungen übersteigen den Kriegsstand. Ich weiß, ich bin greedy. Oder wollen wir uns damit zufrieden geben? Irgendwie bin ich dadurch nicht glücklich. Das macht mich irgendwie nicht glücklich, nur die Normandie zu holen. Ich hätte schon lieber gern mehr. Im Prinzip sind die Franzosen ja schon besiegt. Sie wehren sich halt nur ein bisschen. Und Savoyen ist halt nur lästig. Aber sonst ist es eigentlich auch kein Fortschritt, was sie da machen. Außer, dass sie mir auf den Sack gehen. Was? Personalunion? Wir bilden eine Personalunion mit Aragorn. Sie haben uns vollständige Loyalität geschworen, weshalb wir unsere Länder als eins regieren können. Okay. Wow. 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 Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt kontrollieren wir Aragorn. Geil! Aber bis wir das annektiert haben, ist das Spiel schon vorbei. Das ist heftig. Mission abgeschlossen. Erhöht unsere Handelsreichweite. Jetzt haben wir einen Anspruch auf Malta, Kreta, Zypern. Ja gut, das kontrollieren wir ja. Autorität im Mittelmeer. Wählen wir zunächst unsere Basen im Mittelmeer als strategisches Instrument für Kriege gegen unsere Nachbarn betrachtet haben, hat sich gezeigt, dass wir auch die Handelsflüsse der Region kontrollieren können. Wir sollten danach streben, dies zu erhöhen. Jetzt haben wir einen Anspruch auf Sizilien. Alter. Ja geil, jetzt kontrollieren wir einfach Aragorn. Einfach so, zack. Hier kriegst du geschenkt Versicherungsgesellschaften. Eine weitere Risikosenkung gelingt mit der Entwicklung der Versicherung. Die Möglichkeit für Menschenrisiko durch die Zahlung eines kleinen Beitrages an einen Versicherungsmakler abzuschließen, ermöglicht einen weiteren Wachstum des Handels. Ja geil, Aragorn gehört uns. Warte, jetzt müssen wir doch die größte, mächtigste... Nein, wir sind nicht ganz die mächtigsten. Die Osmanen sind noch mächtiger. Nach wie vor. Aber wir kontrollieren jetzt auch die aragonesischen Truppen, das heißt, ja, ja, ja. Die werden jetzt hier in den Krieg mit einschreiten.
Franzosen sehen uns jetzt komplett. Also Aragorn, besetzt mal schön Gebiete für mich, ja? Hier haben sie schon was besetzt. Das heißt jetzt aber auch, dass komplett Italien uns jetzt gehört. Und die haben wenig Freiheitsbestreben auch noch. Nein, das darf doch ich jetzt nicht. Tja, also im Prinzip kann Frankreich jetzt kapitulieren. War es doch gut, dass wir nicht die Republik gewählt haben als Regierungsreform. Ich habe mir schon überlegt im Laufe, nachdem ich die Parts beendet habe, hätte ich doch Republik werden sollen. Vielleicht doch nicht, vielleicht doch. Da war ich mir echt unsicher, aber es war gut, dass wir beim Königreich geblieben sind. So konnte ich jetzt da natürlich Aragorn in eine Personalunion mit reinziehen. Und ja, jetzt sind wir fast so mächtig wie die Osmanen. Ich denke mal, wenn wir hier die französischen Gebiete besetzt haben, sind wir mächtiger als die Franzosen. Als die Osmanen. Also, sie wollen jetzt wahrscheinlich hier ihre Gebiete verteidigen. Schickst du besser hier nach Norden rüber. Okay. Picard, die können wir immer noch nicht fordern. Abwarten, wir haben ja bald die zwei Gebiete hier besetzt, voraussichtlich. Ich hoffe nur, dass sie jetzt hier nichts Unvernünftiges machen. Nein, machen sie nicht. Okay. Haben wir das Gebiet doch besetzt. Jetzt müsste doch gehen, oder? Nein. So, Savoyen. Frieden. By the way, ich sollte vielleicht jetzt einen Berater rüberschicken zu den Savoyen. Werden wir hier attackiert. Ich glaube, das schaffen wir nicht rechtzeitig bis dahin. Oder? Ja, doch, haben wir doch noch geschafft. Okay. Aber wir haben halt Verluste trotzdem gemacht, aber naja, was soll's. Jetzt können wir Frieden schließen. Ja, mehr will ich auch nicht, weil ne, wir sollen es besser nicht übertreiben. Es kann sein, dass Lothringen dann uns den Krieg erklären will, zusammen mit Frankreich. Wir könnten es zwar schaffen mit unserer neuen Stärke, jetzt da wir Aragorn jetzt eine PO bekommen haben. Aber ich will es jetzt nicht darauf anlegen. Das sollte schon genug sein. Und die Normandie wurde zurückerobert. Und wir können unseren Regierungsrang ändern. Nämlich zu einem Kaiserreich. Jetzt sind wir offiziell ein Reich. Und der Vorteil, jetzt sind alle unsere unsere Kulturen, die ungefähr gleich sind, wie zum Beispiel Schottisch oder so, oder Walisisch, die sind jetzt da müssen wir jetzt keine Kultur fördern, weil, ja, wir haben jetzt quasi eine kulturelle Einheit, kann man sagen. Also jede
unsere Unterkulturgruppen gehorcht uns jetzt, bedingungslos. Und wir können jetzt weitere aufnehmen, wie zum Beispiel die madagaskische da. Und ja, jetzt also die Provinzen hier umwandeln in Kernprovinzen. Und schicken die Truppen zurück. Zu unser altes Gebiet, was wir erobert haben. Ich habe euch doch gesagt, ich erobere das Gebiet wieder. Franzosen. Ich habe es euch gesagt, nachdem ihr das erobert habt. Das Gebiet wird mir gehören. Und jetzt tut es auch. So. Alles klar. Und wir haben weitere Missionen abgeschlossen. Das Britische Reich. Das Britische Reich erstreckt sich von Ost nach West und nur weniger Nationen haben unsere Durchsetzungsfähigkeit. Dennoch gibt es immer noch Land, das uns nicht gehört. Wir kriegen Powerpunkte dazu. Ja, theoretisch können wir jetzt hier langsam darauf gehen. Dafür müssen wir Paris und diese Gebiete hier erobern. Was ist eigentlich das hier? Angevinisches Königreich. Gibt uns Sommerhof. Entwicklungskosten minus 25%. Boah. Krass. Das ist heftig. Versorgungslimit plus 100. Lokale Rekrutierung. Alter, das ist ein richtiger Boni. Sommerhof bis zum Ende des Spiels. Krass. Warum habe ich das nicht genommen? Naja, ist jetzt auch egal. Das war bestimmt nicht der letzte Krieg gegen Frankreich. By the way, wie stehen wir denn aktuell? Sind wir jetzt auf Platz 1? Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ja doch. Wir haben mehr Entwicklung als sie, aber... Irgendwie wird das meistens hier nicht angenommen. Achso, wahrscheinlich, weil wir die noch umwandeln müssen in Kernprovinzen. Das heißt, wenn wir sie umgewandelt haben in Kernprovinzen, sind wir auf Platz 1. Mächtiger als die Osmanen. Und wir können neue Staaten begründen, weil wir jetzt ein Reich sind. Beispiel in Kasai. Wo haben wir denn Kasai? Das können wir nehmen. Dann das nicht, das nicht. Das können wir nehmen. Luba. Untere Niger. Nein, fuck, das wollte ich glaube ich nicht. Das können wir auch noch nehmen. Ja, okay. Alles klar, dann schicken wir die Truppen wieder zurück nach Hause. Das müssen wir noch befreien, das habe ich ganz vergessen. Die Flotte kann repariert werden. Achso, wir müssen neue Parlamente aufmachen, kein Problem. Ich finde, Keen verdient einen Sitz im Parlament, aber wir sollten es erst umwandeln. Boah, sieht euch unseren Schriftzug an. Geht in Frankreich rein. Ach, das ist schön. Okay. Theoretisch könnten wir uns jetzt mal gegen die Osmanen hier etwas auflehnen, weil die sind richtig frech gerade. Und Schweden ist auch nicht gerade schwach. Schweden kontrolliert die gesamte Ostsee. Schmuggler, stoppt sie. Und, oh, was droht? Bengalen will die Allianz auflösen. Warum? Warum? Bitte, wenn ihr meint. Die brauche ich nicht. Ich habe jetzt Aragorn. Als, Juniorpartner. Mit einer der größten Flotten der Welt, also, ja.
Können wir uns mal die Flotten anschauen. Wie viele Flotten haben die Aragonesen denn? Flotten. Ja, Aragorn hat die zweitmeisten Truppen auf der Welt, mehr als wir. Aber zusammen haben wir um die 750 Schiffe. Das heißt, rein von der Marine her sind wir die mächtigsten. William Pitt, der Jüngere. William Pitt war der zweite Sohn von William Pitt, des Ersten, Earl von Chatham. Im Dezember 1783 ergriff König Georg III. Die Gelegenheit, die Koalition aufzulösen und beantragte den 24-jährigen Pitt mit der Bildung einer Regierung. Als das Parlament im Jahre 1784 erneut zusammenkam, wurde die Regierung sofort in eine Abstimmung, die einem Misstrauensvotum gleichkam, mit 39 Stimmen überstimmt. Pitt weigerte sich jedoch zurückzutreten und die Mehrheit der Koalition im Parlament begann zu bröckeln. Bis zum 8. März war die Mehrheit seiner Gegner auf eine Stimme geschrumpft und am 25. März wurde das Parlament aufgelöst, um seinem Land eine Situation wie während des Unabhängigkeitskrieges der amerikanischen Kolonien. Was für ein Unabhängigkeitskrieg? Amerikanische Kolonien? Sowas kenne ich nicht. Als man ohne Verbündete gewesen war, zu ersparen, gab er 1788 die Drei-Mächte-Allianz zwischen Großbritannien, Preußen, was ist Preußen, und Holland seine Zustimmung. 1790 stellte er Großbritanniens neue Machtstellung und unter Prestige unter Beweis, indem er einen Frieden zwischen Österreich und der Türkei, was ist die Türkei, aushandelte. Im Jahre 1784 brachte er ein eigenes Gesetz zur Verwaltung Indiens auf den Weg, durch das ein Komitee zur Verwaltung der indischen Angelegenheiten und der Belange der Ostindiengesellschaft geschaffen wurde. 1791 konnte eine Neuordnung Kanadas verabschiedet werden. London wurde damit zum Verwalter von Nord- und Südkanada. Die Provinzen erhielten jedoch eigene Repräsentantenversammlungen und sie kriegen Powerpunkte und in unseren Hof. So. Und ja, wir haben 1792, wir haben nur noch 30 Jahre vor uns und dann ist das Display vorbei. Und ja, wir sind immer ordentlich stärker geworden. Wir haben jetzt Aragorn als Personalpartner. Ja, wir sind jetzt in der Union gegen Aragorn. Und Großbritannien halt hat jetzt hier die Normandie wieder unter Kontrolle. Und wer weiß, wie wir noch weitermachen werden. Vielleicht werden wir noch weiter die Franzosen hier bestrafen. Wer weiß, die werden ja immer schwächer, je mehr wir erobern. Oder wollen wir vielleicht uns gegen die Osmanen mal auflehnen, weil die uns unseren Platz als mächtigste Nation streitig machen. Ach, wir sind bereits die mächtigsten. Gut, ja. Wer weiß. Das Let's Play, das dauert noch 30 Jahre und ja. Ich hoffe, ihr bleibt so lange noch dabei und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, euer Janka. Ciao.